Nach 485 Stunden Assassin's Creed Odyssey endlich durchgespielt. Assassin's Creed Odyssey kündigt Fan-Story-Maker an. Das Spiel hört nie auf. Dieses Spiel hört nie auf. Schönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zu den Games News. Natürlich auch im Juli mit ordentlichen Kracher-News. Denn Cyberpunk 2077 bekommt einen Multiplayer. Assassin's Creed Odyssey neigt sich seinem Ende zu und dann auch irgendwie doch nicht. Und die ersten richtigen Bilder zur The Witcher-Serie sind da. Es ist der Abräumer der letzten zwei E3s und wahrscheinlich eines der meist erwartetsten Titel aller Zeiten, Cyberpunk 2077. Voll Laser, wie du abgehst. Das neue Rollenspiel von den The Witcher-Machern will ja wieder die Grenzen des Rollenspiels komplett ausreizen und erweitern, wenn es nächstes Jahr im April kommt. Aber das ist nicht alles. Jetzt kam nämlich raus, dass CD Projekt auch noch an einem Multiplayer zu Cyberpunk arbeitet. Das klingelt doch bei euch auch gerade voll nach GTA Online, oder? Der Online-Modus zu GTA 5 kam ja auch erst ein bisschen was später. Erst hat GTA 5 Singleplayer alles weggeblasen und dann kommt noch der Online-Modus, der bis heute sehr beliebt ist. Und dann Multiplayer in dieser super realistischen Welt von Cyberpunk. Count me in! Wie sieht's denn bei euch aus? Freut ihr euch eher auf das Singleplayer-Rollenspiel Cyberpunk 2077 oder seid ihr jetzt auch heiß auf den Multiplayer? Ab damit in die Kommentare. Assassin's Creed Odyssey hat ja letztes Jahr wieder Rekorde für Ubisoft eingefahren. I see your pee-pee, Poseidon. Doch die Odyssey kommt jetzt langsam einem Ende zu. Das Spiel wurde ja das ganze letzte Jahr über mit weiteren Story-DLCs und Kapiteln versorgt. Jetzt wurde aber das letzte Kapitel Judgment of Atlantis angekündigt. Das soll am 16. Juli kommen. Aber ja, das war's dann mit dem offiziellen Nachschub von Assassin's Creed Odyssey. Aber das heißt nicht, dass das Spiel tot ist. Denn vor einer Weile wurde ja der Assassin's Creed Story Maker veröffentlicht. Das ist ein Tool, da könnt ihr quasi eure eigenen kleinen Quests, Geschichten und Stories selber zusammenbauen und das dann wie eine Mod in euer Spiel einfügen. Und das heißt, dass Assassin's Creed Odyssey jetzt neben Skyrim und Fallout offiziell in den Club "Das kannst du niemals durchspielen" einzieht. Ich meine, es gibt ja immer was zu tun. Es gibt immer irgendeine Mod dazu. Wie sieht's denn bei euch aus mit dem Assassin's Creed Doors? Seid ihr erstmal völlig erledigt oder habt ihr Bock, auch Fanquests zu spielen? Und zum Schluss werfen wir noch mal einen kleinen Blick raus aus der Gaming-Welt und rein ins Fernsehen, denn es gibt erste Bilder zur The Witcher-Serie von Netflix. Die ist ja schon eine ganze Weile in Arbeit. Ende 2019 soll sie dann aber endlich starten. Und jetzt gibt's die ersten Profi-Fotos vom Set. Da sieht man natürlich ein paar Shots von Henry Cavill, der den Geralt spielt, aber auch Yennefer und Ciri sind mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ziemlich gehypt. Ich habe mich selten auf eine Serie gefreut wie jetzt auf den Witcher. Aber was sagt ihr denn? Freut ihr euch drauf? Wird das was und sehen die ersten Bilder schon mal vielversprechend aus? Ab damit in die Kommentare. So Freunde, und wo wir ja vorhin schon beim nie enden wollenden Spiel Assassin's Creed Odyssey waren, könnt ihr jetzt ein weiteres nie enden wollendes Spiel von Ubisoft abgreifen. Ihr gewinnt diese Woche nämlich Ghost Recon Wildlands für die PlayStation 4. Das ist dieses Co-op Open World Ding und ich sag mal so, Co-op mit Freunden, da kann man immer irgendwie Scheiß anstellen. Dafür schaut ihr euch jetzt einfach nochmal dieses Video hier ganz genau an, denn irgendwo habe ich ein kleines Codewort versteckt. Und wenn ihr das gefunden habt, dann meldet ihr euch auf unserer Homepage games.de an. Link packe ich euch in die Beschreibung. Und unter allen Teilnehmern losen wir natürlich aus. Ich versuche jetzt meinen kleinen Completionist in mir nicht ganz so laut schreien zu lassen bei Assassin's Creed Odyssey. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.